Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal ein Spiel, was schon ein bisschen was älter ist, was jetzt als Game of the Year Edition erschienen ist. Nier Automata. Ich hab's jetzt erst, also ich hab's die Game of the Year Edition. Deswegen erst jetzt ein Video. Ein Kumpel von mir hat es damals gespielt, der war sehr begeistert. Ich bin mal gespannt. Ich nehme wieder ein 4K auf, ohne HDR. Ich weiß nicht, ob das Spiel HDR hat, ich denke mal schon. Aber YouTube bekommt, wenn ich hochlade mit HDR, immer nicht so klar. Das dauert ewig, ehe das bearbeitet ist, das Video. Und ja, wenn ich da Musiktitel rausmachen muss wegen Content ID, dann wird das Bild grün und habe ich nur Probleme. Ja, Dingerchen. Ja, habe ich nur Probleme mit, deswegen normal 4K ohne HDR. Ich werde es auch nicht rendern oder irgendwas dergleichen. Ich werde es so aufnehmen. Ist ja gut. Ich werde es so aufnehmen und hochladen. Ohne Rendern, ohne was, damit ihr einen puren Eindruck bekommt. Weil YouTube rendert sowieso. Und wenn man was zu viel rendert, geht halt Qualität verloren, bin ich der Meinung. Spiel? Ja, ist doch gut. Was willst du denn? Leg dich doch hin. Och, Katter. Nee, leg dich hin. Leg dich hin hier. Ja, roll dich ein. Leg dich hin. Neues Spiel. Wie ihr seht, ich habe noch keine Save-Daten. Ja. Ist so wie immer mein erster Eindruck. Ich spiele es mit euch zusammen das erste Mal. Ja, ist doch gut. Leg dich da hin. Was hast du denn? Die ganze Zeit liegst du im Bett und pennst und jetzt kommst du an. Ja, ich mache erstmal auf einfach. Ich schmuster schon mit dem Kasten hier, weil ich nicht mit ihm schmuse. Ja, leg dich da hin. Wir haben Einstellungen erst nachdem. Legst du dich hin? Ja, so ist fein. Stimme, Englisch und Japanisch, Text, Deutsch. Spiel. Schwierigkeitsgrad einfach. NPC-Partner-Kampfstil. Ausgeglichen, Nahkampf, Fernkampf, aggressiv. Ich würde ausgeglichen, obwohl Nahkampf. Ich gehe ja immer in den Nahkampf. Dann könnte mich der vom Fernkampf unterstützen oder mit Aggressivität. Ja, wir lassen mal ausgeglichen. Minikarte drehen ein, Vibrationsfunktion ein, ja. Oh Gott, da ist doch gut. Normal, normal. Bildschirm. So ein Sound. Wir machen mal die Musiklautstärke. Ein paar Stufen weniger, weil da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es halt besser ist, wenn es ein paar Stufen geringer eingestellt ist. Ja. Ja, ist ja gut. Wegen Content ID und auch. Ist doch gut, leg dich doch hin. Ja, fein. So. Und auch wegen Stimme und so, weil manchmal ist die Musik was lauter, manchmal ist er was leiser. So. Spiel starten. Geplant ist halt wieder so eine halbe, dreiviertel Stunde. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle.
and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Alles gut. This is Command. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. Ui. Ui, ui, ui. 12H down. Das sollen wir ja zerstören. Und da hat's uns dann schon erwischt. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long-range lasers confirmed. Ich würde auch nicht so dicht nebeneinander fliegen an eurer Stelle, Leute. 11B, down. Our HO-229 cancelers are ineffective. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Ja, ich sehe dich doch. Down. Ist nur noch einer. Oh. 1D down. Assuming captain's duty. Ist ja pff. Ach, Kater. Ist doch gut, was ist denn mit dir los? Multiple surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Leg dich doch hin. Permission granted. Ein Roboter. 2B to Operator 6-0. All allied units down. Also in den Bildern, die ich gesehen habe, da war ein Mädchen, die da rumgerannt ist. Operator to 2B. We need you to rendezvous with Unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. Ich habe mich da ja auch nicht so spoilern lassen. Oh, ist cool. Wow. Sieh dich doch, hm? Neue Stufe? Oh, scheiße. Activating short range attack gear. Ja, das kenne ich. So kenne ich's.
Eine Tussi mit einem Schwert. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Okay. Was ist das? Cool. Not quite. Damit ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man mit Dreieck die Attacke macht und nicht mit X. Und mit X springe ich. Nee, doch, X springen war ja eigentlich öfter so, aber nicht Kreis, sondern Dreieck. Und dann halt normaler Angriff mit Viereck. You don't say. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Es kann auch sein, dass es für mich jetzt gerade so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Weil die Attacken ein bisschen schwerfällig sind. Also ihr hattet hier so ein fettes Schwert, seht ihr das? Und die andere Attacke, da ist ein bisschen schneller, aber das Schwert ist halt ewig weg. Okay. Mit dem Roboter, der mich hier begleitet, finde ich ganz gut. Rohren, also so die Atmosphäre finde ich ganz gut. Aber die Attacken, ja, die hat jetzt nicht so viel gerettet. Ja.
Ich finde die Attacken teilweise etwas schwerfällig. Aber wir können sie ja bestimmt noch aufwerten, damit sie ein bisschen flinker und agiler wird, denke ich mal. 2B? Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Ah, okay. War gut, dass ich da hingesprungen bin und hab was Verstecktes entdeckt. You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that, I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing, stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right, then. To be it is. Bei der Game of the Year Edition habt ihr auch alle DLCs mit bei. Das ist ein ganzer Arsch voll, als ich es runtergeladen habe. Aber bis jetzt habe ich hier noch nichts gesehen. Sehen. Analysis. This elevator's controls are locked and cannot be used. This place sure is big.
guess humans used to use it as a weapons factory. But now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Lesen und gleichzeitig hier achten, dass man nicht gekillt wird, ist ein bisschen schwer. Und da hätte ich mir ein deutsches Audio gewünscht. Random, nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Thank you for another day of hard work. Please enjoy the job well done. Aber Spaß macht es auf jeden Fall. Analysis. This elevator's controls are locked and cannot be used. Analysis. This elevator's controls are locked and cannot be used. I know.
I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? Is that? You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. Nee, wir müssen hier runter. Wie fühle ich mich wie auf dem Präsentierteller? Offene Fläche ist immer keine gute Idee. There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. Jamming detected. No response from long-range communications. Doesn't matter. I'll just take him out. Target enemy detected. Boah, alter Scheiter. This is the target. I'm going to destroy it. Right. I'll provide support.
enemy attack from below. Proposal. Evade. Ich sehe nicht mal, dass ich dem irgendwie Energie abziehe. Mal lieber wegrennen. Der hat nicht mal einen Energiebalken. Müssen wir helfen? 9S Black Box Signal detected. No response to communications. I'm going after him. Warte mal, wir rennen erstmal hier hin. Ich will wissen, was hier passiert. Nix, okay. Bewegt sich der Teil schon wieder, ey. Send a support request to command. Negative. Communications have been jammed. Ich muss mir mal langsam was für meine Stufen holen. Bin jetzt schon Stufe 4. Krieg bestimmt ein paar neue Fähigkeiten oder sowas. Aber vielleicht ist das auch am Anfang neue Volt, dass man. Vielleicht sagen sie uns dann nachher erst, wo wir das herkriegen. Oh, das ist auch Roboter. Roboter. To help 9S. I have to repair him. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! To be... Just go. You shut up too! We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit. Command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please.
have that kind of intelligence. I found a weakness in the target, hacking in to provide support. To be the control on the enemy's upper arm. Use your pod. Should be able to take it over. I told you to shut up! Marking weak point. Got it. Seize its control system. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. About bringing the battle to them. Oh, ist gar nicht tot, das ist schön. R2B. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, great. That this is going to end well. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Geiler Anfang. Wiederbelebter Körper. Mhm. So, mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out, and we secured a route into enemy territory. Now we can... Nines. Yeah? Thank you for uploading my data to the bunker. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know?
I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. Also der Anfang sah jetzt schon mal sehr interessant aus. AD. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end. When the world was invaded by aliens from beyond the stars, the aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained. Der Mond? Der soll immer noch da sein? Ich habe ein Doku gesehen, dass der Mond dann verschwindet. Dass er immer weiter von uns wegdriftet, bis er weg ist. Its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind! Glory to mankind! Glory to mankind. Mm-hmm. Ich denke mal, so lange wie das da geht, also wird die Menschheit auf dem Mond schon vielleicht ja nicht mehr existieren. Die sind alle weg, tot, weitergezogen und die sind immer noch da und kämpfen auf der Erde gegen irgendwelche Roboter, die von Außerirdischen auf die Erde kamen. Also könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass die Menschen, dass es dann zum Ende rauskommt, dass die Menschen schon ja nicht mehr da sind. So, jetzt fängt es erst richtig an. Nur das rechte Symbol darf sichtbar sein. Bin ich jetzt S9? Can you hear me? Hello. Wir lassen es laut. Right. Are we good now? Okay. Settings should all be good to go. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Set Zerstörung aus. Huh? Wait, no, you need to leave that turned on.
Achso, das müssen wir eingeschaltet. Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Morning. Nine S. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no... All right. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close-range map. Be sure to save often. Maintenance finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. The surface? That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. We can't mass produce these things yet. Ah, das ist die Kiste. Keine Kiste. Ja, dann hin. Hier ist er. Okay, Transport. Verzehrung ihrer E-Mail-Kontos. McDill. Okay. Ist praktisch der Mail-Speicher unser richtiger Speicher. The hangar's up ahead. Let's go. Wir können hier noch nicht uns. Ja, ich quatsche wieder hier. So, jetzt aber. Wir sind jetzt Level 5 oder 6 schon. Müssen wir mal gucken. Also hier
auf der Erde sind. Vielleicht können wir ja doch noch irgendwo uns ein bisschen hochpowern tun. Von der Kampfkraft. Hey 2B, why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. Alright, alright. Going to have some new weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Roger. Bunker to 2B, come in. I've set a landing point for your flight units. You'll be touching down quite a ways from the resistance camp, unfortunately. Sorry for the trouble, but we can't risk the enemy discovering their position. Understood. Good luck down there. So, jetzt sind wir zu zweit. So, jetzt haben wir ein Kartensystem haben wir. Oh, das ist cool. Sehr ein 3D-Modell. Hier scheint viel zu sein. Okay. Das sind Events. Auftrag. Achso, ich habe ja die Game of the Year Edition und da ist ja Haufen Zeug mit bei. Ah, cool. Das sieht da so aus. Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Sieht doch aus wie normal, oder? Ja. Was haben wir noch mit bei? Oh, ist ja cool. Sieht aus wie so ein Zauberbuch, was mich da. Oh, geil. Verrostet da. Retro. Ein Retro-Weg, oh mein Spannend. Retro ist Retro. Naja, okay. Finde ich jetzt nicht so Retro. Graue
Nee, rot. Nee, doch heißen die alle grau, rot. Der verrostete Kopf. Maschinenmaske ausrüsten. Ach, ich habe jetzt eine Maschinenmaske. Okay. Aber die sieht süß aus, die alte. Da wollen wir doch keine Maschinenmaske. Der? Nee, der ist mir zu einfarbig, den wollen wir nicht. Mein Zauberbuch, auch cool. Aber wir machen erstmal das mit den Augen. Das passt besser zu der Maschinenmaske. Was haben wir noch? Stärkungsgegenstände. Wichtige Gegenstände. Waffen. Kleine Schwerter, alle Waffen. Cool. So, das können wir jetzt noch nicht. Also können wir später dann machen, so wie es aussieht. Wenn wir den ändern, dann kommt erstmal ein Ladebildschirm. Weil der Bot. Ah, okay. Error. Ich hab's geschrottet. Ich hab den PC-Chip entfernt. Okay. Da muss ich mich dann noch ein bisschen ranfuchsen. Auch nicht schlecht. Ich habe einen PC-Chip entfernt. Pff, zack, Spiel abgestürzt zum Ende. Oh, nicht schlecht. Also das finde ich gut gemacht. Also das ist wirklich mal was, wo man sagt, cooles Gimmick. Waffenfähigkeiten. Plug-in-Chips. Typ A.
Ja, Android-Zentralsystem hätte ich mal unten lesen sollen. Führt zum Tod. Auch nicht schlecht. So, können wir jetzt nämlich hier... Wir können hier nicht mal was dazufügen. Schade. Optimieren. Ja. Spezialmaschine. Coole Sache. Man kann sich die dann alle angucken. Ich kann jetzt auch jederzeit speichern. Einstellungen sind Einstellungen, Laden, Steuerung, Netzwerk. Also wir können aber wenigstens da weitermachen, wo wir vorhin gespeichert haben. Das ist schon mal positiv. Ja, dann würde ich jetzt hier das Angezockt zu Nier Automata erstmal beenden. Es macht echt unheimlich Spaß, muss ich sagen. Es ist schade, dass es nicht in Deutsch ist. Also mit deutschem Audio wird natürlich ein Stück geiler. Wobei man ja weiß, dass Square Enix sowas kann. Tomb Raider ist ja auch mit deutschem Audio. Als Beispiel jetzt mal. Das finde ich schade, dass es bei Nier Automata nicht auch gemacht haben. Weil dann könnte man sich während des Kampfes, weil viele Roboter sind, wirklich auf den Kampf konzentrieren und zuhören. Weil während man kämpft und gleichzeitig Untertitel lesen, ist echt bescheiden. Um es mal so auszudrücken. Aber es macht echt Spaß. Die Story, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist auch interessant. Meine Vermutung ist, wie gesagt, dass die Menschen schon ja nicht mehr da sind und dass die Roboter alleine weitermachen. Aber egal. Zur Ehre der Menschheit. Ich würde jetzt hier auch einen Cut machen, wenn es euch gefallen hat. A Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Das hat euer Odin.